fest, dass man alle, die damit in irgendeiner Art und Weise befasst sind, nicht vorher eingebunden hat, dass man vor allem, wenn man von einer großen Bildungsreform spricht, die Oppositionsparteien, also zumindest die mit einbezieht, weil die braucht man jedenfalls, um einen Beschluss im Parlament zu fassen, bei der Zweidrittelmaterie, aber überhaupt alle, also von Schülern, Eltern, Lehrern und so weiter, das wäre der sinnvolle Weg gewesen, um zu einer ordentlichen Reform zu kommen. Ja, und das, was wir jetzt haben, ist jedenfalls kein ordentlicher Reformvorschlag und wie gesagt, der wird ja noch einmal anders kommen. Also das ist ja das Skurrile, also man freut sich, der Staatssekretär Mara hat gestern gesagt, es ist geradezu geil, glaube ich, was ein Wort hat. Also selbst wenn es jetzt so ist, wir wissen ja immer noch nicht, wie es überhaupt kommt.